Die schlafende Schöne. Dornröschen. Ein Märchlein von Charles Perrault. Gelesen und ein wenig kommentiert von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Es waren einmal ein König und eine Königin. Die hatten keine Kinder und waren darüber gar sehr betrübt. Sie reisten zwar in alle möglichen Bäder, sie sparten nicht mit Gelübden und Wallfahrten, aber nichts wollte helfen. Bei den Bädern kann ich mir das auch noch vorstellen, aber beim Rest, na, ist ja auch egal. Jeder macht das irgendwie anders. Endlich wurde die Königin dennoch guter Hoffnung und kam mit einer Tochter nieder. Eine schöne Tauffeier wurde ausgerichtet. Und um diese Tochter recht glücklich zu machen, bat man alle Feen aus dem ganzen Lande, deren 7 waren, zu Gevatterinnen, damit ihr jede, so wie es damals unter den Feen üblich war, ein Geschenk machen und die Prinzessin auf diese Weise alle nur möglichen Vollkommenheiten erhalten möchte. Nach der Taufe ging die ganze Gesellschaft in den königlichen Palast, wo man den Feen ein herrliches Gastmahl gab. Jeder legte man ein prächtiges Kuvert auf, mit einem Futteral von gediegenem Golde, in welchem Messer, Gabel und Löffel steckten. Alles von dem feinsten Golde, mit Diamanten und Rubinen besetzt. Da sich aber die ganze Gesellschaft schon zu Tische gesetzt hatte, öffnete sich die Tür und eine alte Fee trat herein, die nicht eingeladen worden war, weil sie nun seit länger als 50 Jahren nicht mehr ausging und weil man glaubte, sie wäre in ihrem Turme gestorben oder verzaubert oder was weiß ich. Der König ließ sie natürlich auch ein Kuvert auflegen. Aber es war unmöglich, ihr auch ein goldenes Futteral zu geben wie den anderen, weil man halt nur 7 für die 7 Feen hatte machen lassen. Die Alte glaubte, es geschehe ihr zum Affront und murmelte einige Drohungen zwischen den Zähnen. Eine der jungen Feen, die sich in ihrer Nähe befand, hörte es und vermutete gleich, dass sie der kleinen Prinzessin irgendein schlimmes Geschenk machen würde. Sie versteckte sich daher nach aufgehobener Tafel hinter einem Wandteppich, um ihren Wunsch zuletzt auszusprechen und allenfalls das Böse wieder gut zu machen, welches die Alte dem Kinde antun würde. Hierauf fingen die Feen an, die Prinzessin zu beschenken. Die Jüngste verhieß ihr, sie werde die Schönste auf der Welt sein. Die Zweite verstand wie ein Engel. Sind Engel ihres Verstandes willen bekannt? Na egal. Die Dritte, Reiz und Anmut in allem, was sie vornehme. Die Vierte, das Talent, schön zu tanzen. Die Fünfte, wie eine Nachtigall zu singen. Die Sechste, alle Arten von Instrumenten auf das Vollkommenste zu spielen. Als die Reihe nun an die Alte kam, wackelte diese, mehr aus Verdruss als des Alters wegen, mit dem Kopfe und sagte, die Prinzessin solle sich mit einer Spindel in die Hand stechen und daran sterben. Die ganze Gesellschaft erschrak über dieses schreckliche Geschenk und sie weinten insgesamt wie die Kinder. Zu Recht, wie ich finde. Aber in diesem Augenblick
trat die junge Fee hinter dem Wandteppich hervor und sagte ganz laut zu dem König und der Königin: »Na, na, weint mal nicht. Gebt euch zufrieden. Eure Tochter wird nicht sterben. Es steht zwar nicht in meiner Gewalt, die boshafte Absicht meiner Vorgängerin ganz zu vereiteln, aber ein wenig kann ich es zurechtbiegen. Die Prinzessin wird sich mit einer Spindel in die Hand stechen. Aber anstelle zu sterben, wird sie einfach nur in einen tiefen Schlaf fallen. Also in einem sehr tiefen Schlaf. In einem wirklich, wirklich, wirklich tiefen Schlaf. Und weil er so tief ist, wird sie auch erst nach 100 Jahren, allerdings dann durch den Sohn eines Königs, aufgeweckt werden.« Der König, der danach trachtete, dem von der Alten verkündeten Unglück zu entgehen, ließ einen Befehl bekannt machen, durch welchen er jeder männiglich bei Todesstrafe verbot, an der Spindel zu spinnen oder nur eine Spindel im Hause zu haben. Alles in allem ein eher schlechter Tag für das Textilhandwerk. Aber wo ein Wille, so auch eine Spindel. Eines Tages, da die Prinzessin schon etwa 15 oder 16 Jahre alt war, begaben sich der König und die Königin auf eines ihrer Lustschlösser. Und da trug es sich zu, dass die Prinzessin im ganzen Schlosse Trepp auf Trepp ab aus einer Stube in die andere lief. Und endlich auch in ein kleines Dachstübchen oben im Turme kam, wo sie ein altes Mütterchen fand, das vor einem Spinnrocken saß und spann. Die Alte hatte in ihrem Dachstübchen von dem Befehle des Königs kein Wörtchen erfahren. »Was macht ihr denn da, gute Frau?« fragte die Prinzessin. »Wie? Ja, das bin ich, schönes Kind«, versetzte die Alte, die Prinzessin nicht kannte. »Ach, das ist ihr allerliebst«, antwortete diese. »Lasst mal sehen, wie ihr es macht.« »Ha, das ist seltsam. Sieht aber gar nicht schwer aus. Ich will doch sehen, ob ich es nachmachen kann.« Die Alte gab ihr die Spindel, und wie sie dieselbe in die Hand nahm, stach sie sich damit. Denn sie war etwas lebhaft und flatterig, wenn ich ehrlich bin. Und überdies war es dann ja auch noch der Wille der alten Fee, dass es so geschehen musste. Sie stach sich also und sank ohnmächtig nieder. Die Alte war vor Schrecken außer sich und schrie nach Hilfe. Man eilte von allen Seiten herbei. Man spritzte der Prinzessin Wasser ins Gesicht. Man löste ihr die Schnürbrust auf. Man rieb ihr die Hände und Schläfen mit starkem Wassern. Alles war umsonst. Sie kam nicht wieder zu sich. Da erinnerte sich der König, der indes, aufgestört durch den Lärm, auch herbeigeeilt war, der Prophezeiung der Feen. Und da er wohl einsah, dass man sich dem Willen der Feen nicht widersetzen könne, so ließ er die Prinzessin in das schönste Zimmer des Palastes tragen und auf ein prächtiges, gold- und silbergesticktes Bett legen. Immerhin musste sie jetzt ja auch 100 Jahre dort liegen. Sie war schön wie ein Engel, denn die Ohnmacht hatte ihrer Haut nichts von ihrer frischen Farbe genommen. Ihre Wangen waren rot wie Rosen und ihre Lippen wie Korallen. Nur die Augen hatte sie geschlossen. Aber man hörte sie leise atmen und sah daraus gar wohl, dass sie nicht tot war. Der König befahl, sie ruhig schlafen zu lassen, bis die Stunde ihres Erwachens gekommen wäre. Eine Stunde, die niemand mitbekommen würde, der diesen Befehl gehört hatte. Die gute Fee, die ihr das Leben gerettet hatte, indem sie zu einem 100-jährigen Schlafe verurteilte, befand sich eben in dem Königreiche Matakin, 12.000 Meilen von dem Orte entfernt, wo der Prinzessin dieses Unglück zustieß. Aber sie erhielt in wenigen Augenblicken durch ihren Zwerg Nachricht davon, der 7-Meilen-Stiefel anhatte. Dies waren Stiefel, wie der Name ja schon sagt,
mit denen man auf jeden Schritt 7 Meilen machte. Rechnet es aus, wenn ihr wollt. Die Fee reiste sogleich ab und kam in weniger als einer Stunde auf einem feurigen, mit Drachen bespannten Wagen an. Dramatische Auftritte lagen ihr. Der König reichte ihr die Hand, als sie aus dem Wagen stieg. Sie billigte alles, was er getan hatte. Aber bei ihrer außerordentlichen Vorsicht fiel ihr ein, dass die Prinzessin, wenn sie aufwachte und sich in dem alten Schlosse alleine fände, in große Verlegenheit geraten würde. Sie fand auch dafür ein Mittel. Sie berührte, außer dem König und der Königin, alles, was sich in dem Schlosse befand, mit ihrem Zauberstab. Gouvernanten, Hofdamen, Kammerfrauen, Kammerherren, Bediente, Haushofmeister, Köche, Küchenjungen, Schweizer, Pagen und Lakaien. Sie berührte auch alle Pferde im Marstalle, samt den Reitknechten, die Hofhunde und den kleinen Pust. Das Schoßhündchen der Prinzessin, das neben ihrem Bette lag. Jede Katze, jede kleine Maus wurde berührt, nur halt der König und die Königin nicht. So wie sie sie berührte, schliefen sie alle ein, um zugleich mit der Prinzessin wieder aufzuwachen und ihr zu Diensten zu sein, wenn sie ihrer bedurfte. Auch die Bratspieße in der Küche, die voll Rebhühner und Fasanenstaken, schliefen ein. Und auch das Feuer selbst schlief ein. Alles das geschah in einem Augenblick. Denn die Feen machen in allem, was sie tun, wenig Federlesens. Hierauf küssten König und Königin ihr liebes Kind noch einmal, ohne dass es davon aufwachte, verließen das Schloss und geboten durch ein Edikt, dass sich niemand demselben nähern solle. Da wir allerdings wissen, wie sehr Menschen in der Regel auf Edikte und Gesetze von König und Königinnen achten, war dies glücklicherweise unnötig. Denn die Fee sorgte dafür, dass in weniger als einer Viertelstunde rund um das Schloss eine so große Menge Bäume, Sträucher und Dörner wuchsen, welche alle miteinander so verflochten waren, dass weder Menschen noch Tiere es durchdringen konnten. Nur noch die Turmspitze des Schlosses guckte heraus. Man hatte logischerweise allen möglichen Grund zu glauben, dass auch dieses ein Werk der Fee sei, damit die Prinzessin während ihres Schlafes nicht von, sagen wir, neugierigen Leuten zu fürchten hätte. Nach Verlaufe von 100 Jahren ging der Sohn des dazumal regierenden Königs, der aus einer anderen Familie war als die der schlafenden Prinzessin, auf die Jagd. Und da es sich traf, dass er in die Gegend des Waldes kam, wo das Schloss lag, fragte er, was das für Türme seien, die aus dem Dickicht des Waldes hervorragten. Jeder antwortete ihm, was er selbst davon gehört hatte. Die einen sagten, es wäre ein altes Schloss, worin es spuke. Die anderen, dass alle Zauberer aus dem ganzen Lande dort ihren Hexensabbat feierten. Die gemeinste Meinung aber war, dass ein Menschenfresser darin wohne, der alle kleinen Kinder raube, die er fangen könne, und sie dort ruhig verzehre, weil ihm niemand nachfolgen könne und er allein sich den Weg durch das dicke Gebüsch zu bahnen vermöchte. Endlich aber nahm ein alter Bauer das Wort und sagte zu dem Prinzen, der nicht wusste, was er von alledem halten sollte, »Durchlauchtiger Prinz, es ist nun länger als 50 Jahre, dass ich meinen Vater habe sagen hören, es läge in diesem Schlosse eine wunderschöne Prinzessin, welche 100 Jahre schlafen und dann von einem Prinzen aufgeweckt werden sollte, dem sie bestimmt wäre. So sagte zumindest mein Vater.« Als der Prinz dieses hörte, geriet er in Feuer und Flammen und zweifelte keinen Augenblick, dass
er bestimmt sei, dieses schöne Abenteuer zu bestehen. Immerhin war er ein Prinz, war unverheiratet, suchte eine Frau und dort war eine, die schlief. Was könnte besser sein? Von, nennen wir es Liebe und Ruhm getrieben, beschloss er, sich auf der Stelle näher davon zu unterrichten. Er näherte sich dem Gebüsche. Und bei jedem Schritte, den er tat, machten ihm die Dornen und Sträucher von selbst Platz und ließen ihn durch. So kam er endlich, wenn man ehrlich ist, hoch unspektakulär, an das Schloss, welches er an dem äußersten Ende einer langen Allee liegen sah. Keiner von seinen Leuten hatte ihm folgen können, weil die Bäume und Sträucher sich wieder geschlossen hatten, sobald er hindurchgegangen war. Gut, er hätte auch mit ihnen gemeinsam hindurchgehen können, aber das war halt nicht so sein Stil. Ob er sich gleich ein wenig hierüber wunderte, setzte er dennoch seinen Weg weiter fort. Denn einem jungen und verliebten Prinzen fehlt es niemals an Mut. Er kam hierauf in einen großen Vorhof, wo das, was er sah, ihn doch beinahe vor Furcht gelähmt hätte. Allenthalben herrschte das schrecklichste Stillschweigen. Allenthalben sah man das Bild des Todes. Eine Menge Körper von Menschen und Tieren lagen hier ausgestreckt. Er hielt sie anfänglich für tot. Aber an den kupfrigen Nasen der Schweizer und ihren roten Gesichtern sah er, dass sie nur schliefen. Und an den Gläsern, die neben ihnen standen und in welchen sich noch einige Tropfen Wein befanden, sah er, dass sie während des Trinkens eingeschlafen waren. Er kam hierauf in einen anderen großen Hof, der mit Marmor gepflastert war. Er stieg die Treppe hinauf und kam in den Wachsaal, wo die Garden in einer Reihe standen, die Büchsen über der Schulter hatten und laut schnarchten. So ging er durch mehrere Zimmer, in denen er eine Menge Herren und Damen fand, die alle schliefen. Einige sitzend, andere stehend, andere wiederum liegend. Und nie kam ihm ein unredlicher Gedanke dabei. Endlich kam er in ein schönes Zimmer, das über und über vergoldet war. Hier sah er auf einem Bett, dessen Vorhänge auf beiden Seiten offen waren, das schönste Schauspiel von der Welt, das er je erblickt hatte. Eine Prinzessin von etwa 15 oder 16 Jahren, von deren strahlendem Gesicht etwas Leuchtendes und Göttliches ausging. Zitternd und voll Verwunderung näherte er sich ihr und sank neben dem Bett auf die Knie. Nunmehr, da in diesem Augenblick die Bezauberung endigte, erwachte die Prinzessin und sah ihn mit so zärtlichen Augen an, wie ein erster Blick nicht zärtlicher sein kann. »Seid ihr's, mein Prinz?« sagte sie zu ihm. »Ihr habt lange auf euch warten lassen.« Der Prinz war entzückt über diese Worte und nur noch mehr über die Art, mit der sie sie vorbrachte. Er wusste gar nicht, wie er ihr seine Freude und Erkenntlichkeit bezeigen sollte. Er versicherte ihr also, dass er sie mehr als sich selbst liebe. Seine Worte waren schlecht gesetzt, aber sie gefielen der Prinzessin nur desto mehr. Denn je verliebter man ist, desto unberedter ist man, sagt man. Er war überhaupt in weit größerer Verlegenheit als sie. Und das war auch gar nicht verwunderlich. Denn sie hatte ja Zeit genug gehabt, über ihre Rede nachzudenken. Und es ist sehr wahrscheinlich, obgleich, wenn ich ehrlich bin, die Geschichte nichts davon sagt, dass die gute Fee sie die ganze Zeit mit angenehmen Träumen unterhalten hat, um ihr den langen Schlaf zu verkürzen.
Vielleicht wirken dann die 100 Jahre nur so wie 50. Oder 10. Oder 1000. Nur halt fantastische Jahre. Ach, man weiß es nicht. Und in der Tat hatte sie diese Zeit so gut angewandt, dass sie 4 Stunden lang miteinander sprachen. Ohne sich auch nur die Hälfte von dem gesagt zu haben, was sie sich zu sagen hatten. Es ist doch mal recht angenehm, dass sie zuerst miteinander reden. Und nicht wie in anderen Märchen, aber das ist für andere Lagerfeuer bestimmt. Indessen war zugleich mit der Prinzessin alles im Schlosse aufgewacht. Jedes war wieder an seine Arbeit gegangen. Und da sie nicht alle verliebt waren, so verspürten sie einen erschrecklichen Hunger. Die Ehrendame, welche den Dienst hatte und ebenso hungrig war wie die anderen, wurde ungeduldig und sagte der Prinzessin ein über das andere Mal, dass die Speisen aufgetragen seien. Der Prinz half ihr endlich vom Bett auf. Jetzt kommt etwas ganz Verwunderliches, denn sie war ganz angezogen und in den reichsten Kleidern, in sehr alten Kleidern. Aber er sagte ihr freilich nicht, dass sie wie zu Großmutters Zeiten gekleidet wäre und noch einen hohen, steif stehenden Kragen trüge. Denn sie war deswegen nicht weniger schön. Wobei er kurz überlegte zu sagen, dass es vollkommen aus der Mode wäre, überhaupt Kleider zu tragen. Sie gingen nun zusammen in den Spiegelsaal und setzten sich zur Tafel. Wobei ihnen die Bedienten der Prinzessin aufwarteten. Violinen und Oboen erklangen. Die Kapelle spielte einige alte Stücke, welche mittlerweile noch viel älter, aber vortrefflich waren, ob man sie gleich seit 100 Jahren nicht mehr gespielt hatte. Ohne Zeit zu verlieren, denn immerhin hat man lang genug geschlafen, traute sie der Hofkaplan nach aufgehobener Tafel in der Schlosskirche. Und die Ehrendame brachten die Prinzessin zu Bett. Sie schliefen wenig, denn die Prinzessin hatte den Schlaf ja gar nicht nötig. Und der Prinz stand bei Anbruch des Tages auf und kehrte nach der Stadt zurück, wo sein Vater wegen seines Ausbleibens in großer Angst war. Nur der Prinz gab vor, sich auf der Jagd in dem Walde verirrt zu haben. Das machen Prinzen ständig, wir kennen die Geschichten. Und da habe ihn ein Köhler in seine Hütte aufgenommen und mit schwarzem Brote und mit Käse bewirtet. Interessanterweise sagt er nichts von der Prinzessin oder seiner Hochzeit. Warum auch immer. Der König war ein sehr guter Mann und glaubte es. Aber die Königin war nicht so leicht zu bereden. Und da sie sah, dass er fast alle Tage auf die Jagd ging und immer eine Ausflucht hatte, wenn er in 2 oder 3 Nächten nicht nach Hause gekommen war, so schöpfte sie Verdacht und fiel auf die Vermutung, er müsse irgendwo ein Liebchen haben. Denn er lebte länger als 2 Jahre mit der Prinzessin auf diesem Fuße und sie schenkte ihm 2 Kinder, von denen sie das erste, welches ein Mädchen war, Aurore. Prinzessin Morgenrot und das zweite, einen Sohn, Jur, Prinz Tag nannte, weil er noch schöner war als seine Schwester. Die Königin, um ihren Sohn zum Geständnis zu bringen, sagte mehrmals zu ihm, dass man sein Leben genießen müsse und dass man sich seiner Schwächen in gewissen Punkten nicht zu schämen habe. Aber er wagte es nicht, ihr sein Geheimnis anzuvertrauen, denn er fürchtete sie, so sehr er sie auch liebte, weil, das müsste man erwähnen, sie aus einem Menschenfressergeschlechte war. Passiert in den besten Familien. Sein Vater hatte sie bloß ihrer ungeheuren Reichtümer wegen geheiratet. Man sagte sich auch am Hofe ins Ohr, dass sie alle Begierden der Menschenfresser habe und dass sie, wenn sie kleine Kinder vorbeigehen sehe, sich kaum enthalten könne, sich auf sie zu stürzen.
Darum wollte ihr der Prinz nichts sagen. Aber da der König nach Verlaufe von 2 Jahren gestorben war und der Prinz nun freie Hände bekam, deklarierte er öffentlich seine Heirat und holte die Königin, seine Gemahlin, mit großen Zeremonien aus ihrem Schlosse. Sie zog mit vielem Pompee inmitten ihrer beiden Kinder in die Hauptstadt ein. Kurze Zeit darauf bekriegte ihr Gemahl den Kaiser Cantilebute, seinen Nachbarn, denn das tut man so. Die Verwaltung des Reiches überließ er seiner Mutter und empfahl ihr seine Gemahlin und die Kinder auf das Dringendste. Er musste den ganzen Sommer über ausbleiben und sobald er abgereist war, schickte die Königinmutter ihre Schwiegertochter und ihre Enkel in ein entlegenes Landhaus, mitten im Walde, um dort ihr abscheuliches Gelüst besser befriedigen zu können. Einige Tage darauf folgte sie ihnen selbst nach, ließ vor dem Schlafengehen ihren Haushofmeister zu sich kommen und sagte zu ihm: Morgen Mittag will ich die kleine Aurore speisen. Um Gottes Willen, Eure Majestät, rief der Haushofmeister. Ohne Widerrede, versetzte die Königin. Und sie sagte dies in dem Tone eines Menschenfressers, dem nach frischem Fleische gelüste. Und zwar will ich sie mit einer sauren Zwiebelbrühe essen. Der arme Mann, der wohl sah, dass mit einer Menschenfresserin in diesem Punkte nicht zu spaßen war, zudem sie immer noch die Königinmutter war, nahm sein großes Messer und ging in die Kammer der kleinen Aurore. Sie war damals 4 Jahre alt. Sie sprang ihm lachend entgegen, fiel ihm um den Hals und bat ihn um Zuckerwerk. Er fing an zu weinen. Das Messer fiel ihm aus der Hand. Er begab sich in den Hof und schnitt einem jährigen Lamme die Gurgel durch und machte so eine gute Brühe daran, dass ihm die Königin sagte, sie hätte Zeit ihres Lebens so etwas Gutes nicht gegessen. Lamm schmeckt halt nach Mensch und Mensch wie Hühnchen, ihr kennt das Spiel. Zur gleichen Zeit hatte er die kleine Aurore mitgenommen und sie seiner Frau gegeben, damit sie sie in einer geheimen Kammer verberge, welche er unten im Hofe besaß. 8 Tage darauf sagte die boshafte Königin wieder zu ihrem Haushofmeister: So, das letzte Mal Menschenkind ist ja schon ein wenig her. Ich hab wieder Hunger. Mich gelüstet nach mehr. Ich will morgen Abend den kleinen Djur essen. Er antwortete nichts, sondern beschloss, so wie das erste Mal, einfach zu betrügen. Hierauf ging er zu dem kleinen Djur, der eben ein Rapier in der Hand hatte und sich mit einem großen Affen herumfocht. Und gleichwohl war er erst 3 Jahre alt. Ich bin ehrlich, diese Geschichte mit diesem kämpfenden Affen hätte mich interessiert. Aber das ist nicht seine Geschichte. Er brachte ihn, also den Jungen, nicht den Affen, auch seiner Frau, um ihn zu der kleinen Aurore zu tun. Und statt des kleinen Djur tischte er der Königin ein junges, sehr zartes Reh auf, das sie außerordentlich gut fand. Mädchen schmecken wie Lamm, Jungs wie Reh. Das passt dann wieder nicht mit den Huhn. Na egal. Bis dahin ging alles gut. Aber eines Tages sagte die bösartige Königin zu ihrem Haushofmeister: Kinder sind nett, aber Kinder reichen nicht. Morgen will ich die Königin essen. Und zwar mit derselben Brühe wie ihre Kinder. Diesmal geriet der arme Haushofmeister in eine wahre Verzweiflung, weil er nicht wusste, wie er sie noch einmal betrügen sollte. Die junge Königin war, ohne die 100 Jahre, die sie verschlafen hatte, etwas über 20 Jahre alt. Ihre Haut war ein wenig fest
obgleich weiß und schön. Und wo sollte er auf dem ganzen Viehhofe ein Tier finden, das ihr glich? Er kam also zu der einzig logischen Lösung. Er fasste den Entschluss, der Königin ohne Barmherzigkeit die Kehle durchzuschneiden, um sein eigenes Leben zu retten, und begab sich in dieser Absicht auf ihr Zimmer. Er suchte sich, so viel es ihm möglich war, in Wut zu setzen und trat mit dem Dolche in der Hand in das Zimmer der jungen Königin. Indessen konnte er es doch nicht über das Herz bringen, sie so sehr zu überraschen, mit einem Dolch im Rücken zum Beispiel, oder im Magen, sondern überbrachte ihr den Befehl ihrer Schwiegermutter, mit dem größten Respekte. Wohlan, sagte sie und hielt ihm den Halse hin. Vollbringt den Befehl, den man euch gegeben hat. Ich werde meine Kinder wiedersehen, meine armen Kinder, die ich so sehr liebte, die meine Schwiegermutter verschlungen hat. Denn sie hielt sie für tot, weil sie ihr ja heimlich entführt worden waren. Nein, nein, Madame, antwortete der arme Haushofmeister gerührt. Ihr sollt nicht sterben und sollt eure Kinderchen doch wiedersehen. Denn ich hab sie bei mir versteckt, müsst ihr wissen. Ich werde euch nicht schlachten. Ich will die Königin noch einmal betrügen und eine junge Hirschkuh an eurer Stelle auftischen. 20 Jahre junge Frau oder Hirschkuh, die schmecken doch alle gleich. Er führte sie hierauf in die Kammer, wo ihre Kinder waren, die ihr um den Hals fielen und mit ihr weinten. Und er ließ sie hier, um eine Hirschkuh zurechtzumachen, die Alte auch mit dem größten Appetit aß, als wenn es die junge Königin selbst gewesen wäre. Sie freute sich innerlich über ihre Grausamkeit und machte sich darauf gefasst, dem Könige bei seiner Rückkehr zu sagen, dass seine Gemahlin und seine beiden Kinder von den wilden Wölfen gefressen worden wären. Wie auch immer die Wölfe in das Landhaus gekommen sein mögen. Als sie aber eines Abends in den Höfen des Schlosses umherschlich, um ihrer Gewohnheit nach frisches Menschenfleisch aufzuspüren, hörte sie in einem tiefer gelegenen Gemache den kleinen Jur weinen, dem seine Mutter die Rute geben wollte, weil er unartig gewesen war. Und zur gleichen Zeit hörte sie auch, dass die kleine Aurore für ihren Bruder um Verzeihung bat. Die Menschenfresserin erkannte die Stimmen ihrer Schwiegertochter und ihrer Enkel. Und rasend vor Wut, weil sie sich betrogen sah, zu guter Recht, wenn man ehrlich ist, befahl sie sogleich mit einer fürchterlichen Stimme, vor welcher alles erzitterte, den anderen Morgen eine große Kufe in den Hof zu bringen und sie mit Kröten, Vipern, Nattern und Ottern anzufüllen, um die Königin, ihre Kinder, den Haushofmeister, seine Frau und seine Magd hineinzuwerfen. Sie hatte Befehl gegeben, sie mit gebundenen Händen herbeizuführen. Die Henker waren schon im Begriff, sie in die Kufe hineinzustürzen, als der König, den man so bald gar nicht erwartet hatte, in den Hof geritten kam. Er war ganz entsetzt über das furchtbare Schauspiel, zu welchem er hier kam, und fragte, was es bedeuten solle. Niemand wagte es, ihm Auskunft darüber zu geben, als seine Mutter, wütend über das, was sie sah, sich in die Kufe stürzte und sogleich von den giftigen Tieren aufgefressen wurde. Der König betrübte sich darüber, denn sie war ja seine Mutter, Menschenfresserin oder nicht. Gefühle sind nicht immer rational. Aber er tröstete sich bald in den Armen seiner schönen Gemahlin und seiner liebenswürdigen Kinder. Moral. Na komm, ihr habt sowas erwartet. Auf einen Ehegemahl zu warten, eingezeiht, der reich, galant, voll Zärtlichkeit,
Das ist erklärlich und nicht schwer. Doch 100 Jahre lang und noch im Schlaf dazu? Ach, man findet keine Schöne mehr, die schliefe in so selger Ruh. Die Mär scheint noch uns zu verstehen zu geben, dass jenes angenehme Band, das Hymenpflicht, selbst wenn er damit säumt, nicht minder Glück verspricht und Warten nichts verdirbt im Leben. Doch liegt's den Schönen fast im Blut, sich eilig einen Mann zu wählen, dass mir die Kraft fehlt und der Mut, das Warten zu empfehlen.